Mein Name ist Tobias Kaub, ich bin Professor für Robotik und digitale Produktion und wir befinden uns hier im Labor für Robotik und Automatisierungstechnik. In diesem Labor haben die Studierenden die Gelegenheit, ihre in der Vorlesung theoretisch erworbenen Erkenntnisse praktisch anzuwenden, und zwar an industrieüblichen Gerätschaften. Und dabei werden sie nicht nur von uns Professoren unterstützt, sondern auch von Laboringenieuren und Technikern, die sehr viele Jahre auch in der Industrie an solchen Gerätschaften gearbeitet haben. Was wir hinter uns sehen, ist eine Sortiermaschine, eine kleine Automatisierungslinie. Ich schalte sie jetzt mal ein. Die Aufgabe ist, was die Studierenden hier realisieren müssen, ist die Sortierung von diesen Zylindern, die verschiedenfarbig ausschauen. Das heißt, man sieht hier, die Zylinder fahren auf Vorderbändern, sie werden dann erkannt durch Sensorik und am Ende auf diesen beiden Rutschen, die man hier sieht, dann sortiert. So, das sieht relativ einfach aus, aber man sieht, es sind mehrere Schritte, die da parallel ablaufen müssen. Was die Studierenden hier speziell als Aufgabe haben, ist das Ganze erst daheim in der Simulation zu realisieren. Das heißt, die können es erstmal ausprobieren, ohne an der richtigen Maschine zu arbeiten, was auch so in der Industrie üblich ist. Dann kommen sie ins Labor und im Labor dürfen sie dann ausprobieren, hat es funktioniert, erfüllt, sind alle Spezifikationen erfüllt, was ist mit Grenzfällen, was passiert, wenn ich einen grünen Stein drauflege stattdessen und solche Dinge. Wie gehe ich vor bei der Fehlersuche? Also diese ganzen Kenntnisse und Kompetenzen, die man in der Industrie braucht, wenn man so eine Anlage in Betrieb nimmt, werden hier quasi dann antrainiert. Was wir hier sehen, ist ein handelsüblicher Industrieroboter. Hier haben die Studierenden die Gelegenheit, an einem Nachmittag in Gruppen die Handhabung und die Programmierung eines solchen Systems kennenzulernen. Also es wird ganz einfach auch angefangen. Erstmal die Sicherheitsaspekte werden beachtet. Es wird gelernt, wie man mit diesem Panel hier umgeht, diese Punkte einteacht, also so ein Programm entwirft und dann eben auch die Abläufe dazu programmiert. Was wir hier sehen, ist eine Pick-and-Place-Anwendung, wo es darum geht, was aufzunehmen und wieder abzulegen. Ist in der Industrie sehr üblich, beispielsweise wenn vom Vorderband Bauteile aufgenommen werden müssen und auf einer Palette wieder abgelegt. Daher ein sehr industrieüblicher Anwendungsfall.